Willkommen zu einem neuen Beitrag. Und damit willkommen zur 12. Ausgabe der Mystery Quartz-Meldungen. Ihr wisst, das ist das Format, in dem ich mich den Meldungen aus der Presse, von Webseiten und Blogs widme, die so ein bisschen mit Mythen und Mystery zu tun haben oder dieses Thema zumindest anschneiden. Vorweg eine ganz kleine Sache, als ich noch so ein bisschen angeschossen war mit meinem Kehlkopf, das ist ja noch nicht so lange her, da hat mich jemand von euch über den Radiosender 1 live gegrüßt und mir gute Besserung gewünscht. Ich selber habe das leider nicht gehört, aber es wurde ja hier in den Kommentaren einige Male erwähnt. Ja, hat mich sehr gefreut, vielen Dank dafür und anscheinend hat es ja gewirkt. Liebe Mythengemeinde, vor einiger Zeit, da habe ich hier über Forrest Fenn berichtet. Das ist so ein stinkreicher Amerikaner, bei dem irgendwann mal Krebs diagnostiziert wurde. Und da hat er sich gedacht, Mensch, da verstecke ich doch mal einen millionenschweren Schatz und schau mir an, wie die Leute danach graben. Das Ganze hat er dann auch gemacht, aber erst im Jahre 2010, weil er seine Krebserkrankung besiegt hatte und ja, dann noch weiter gelebt hat. Aber dann im höheren Alter, der war da schon weit über 70, hat er gedacht, naja, bevor ich jetzt sterbe, vergrabe ich dann mal so einen Schatz. Ja, und in dieser bronzenen Schatztruhe, die er da versteckt hat, da sollten sich dann Wertgegenstände im Wert zwischen 3 und 6 Millionen Dollar befinden. Er hat dann ein Gedicht veröffentlicht und dieses Gedicht, das soll dann irgendwelche Hinweise gegeben haben, wo sich dieser Schatz denn nun befindet. Das Ganze war also ein großes Rätsel und dann haben sich viele Menschen aufgemacht, diesen Schatz zu suchen und im Laufe der letzten 10 Jahre sind dabei auch 5 Menschen in der Natur ums Leben gekommen. Und nun haltet euch fest, kurz nachdem ich darüber jetzt berichtet habe, da ist der Schatz angeblich gefunden worden. So zumindest die Zeitungsmeldungen. Und angeblich weiß niemand, wer diesen Schatz gefunden hat. Forrest Fenn hat, so wie er sagt, Fotos von dem Finder bekommen, die belegen, dass der diesen Schatz auch gefunden hat. Ja, irgendjemand konnte dieses Rätsel lösen und hat den Schatz dann irgendwo unter dem Sternenhimmel in den Rocky Mountains gefunden. Angeblich, denn es gibt immer noch genug Zweifler, die sagen, diesen Schatz hat es nie gegeben. Dieser Forrest Fenn, der hat sich da nur einen üblen Scherz erlaubt und jetzt, wo so viele Menschen dabei gestorben sind und so am Ende seines Lebens, sag mich einmal, da hat er vielleicht dann doch etwas wie ein schlechtes Gewissen bekommen und sagt jetzt einfach, der Schatz ist gefunden worden, denn die Fotos, die ihm zugesendet wurden, die will er niemandem zeigen. Ja, wenn den Schatz nun wirklich einer gefunden hat, dann bleibt das genauso geheimnisvoll wie der Schatz selbst, denn Forrest Fenn sagt, er würde die Identität desjenigen nicht bekannt geben. Ja, damit bleibt das Ganze dann auch weiterhin ein Rätsel, auch das, wer der Finder ist. Das hier ist übrigens meine neue Anschrift. Ich habe ja ein kleines Haus gebaut auf einer Insel, die ich mir gekauft habe. Nee, Quatsch. Also, ich wäre froh, euch jetzt gefunden, denn angeblich soll der Wert in dieser Schatztruhe heute 8 Millionen Dollar wert sein. Meine Lieben, manchmal tauchen im Internet Dinge auf, da wird darüber diskutiert, ist das Ganze ein Fake oder ist das Ganze echt? Bei manchen Dingen kann ich diese Diskussion nicht verstehen, weil es ganz offensichtlich ist, dass das Ganze ein Fake ist. Andere wiederum, die sind da etwas komplizierter zu entlarven. Vor Jahren, da war die Software und die Hardware, die man brauchte, um solche Fakes glaubhaft anzufertigen, für den Normaluser eigentlich kaum erschwinglich. Heute sieht das Ganze schon etwas anders aus. Es gibt Programme für unter 100 Euro oder sogar teilweise kostenlose Programme, die leisten Dinge. Da musste man früher sehr viel Geld für ausgeben, um das erstellen zu können, was diese Programme können. Und teils, so wie Blender zum Beispiel, da gibt's die völlig umsonst. Und so mehren sich natürlich die Fakes auf YouTube und auf anderen Seiten tagtäglich und man muss da wirklich aufpassen, was man da noch glaubt oder nicht. So, war da jetzt wieder ein Video im Umlauf, der gute Peso, der hat darüber schon berichtet, aber ich möchte es trotzdem hier noch einmal zeigen. Da war dann die Diskussion wieder, ist das Ganze echt oder nicht? Mittlerweile oder, naja, meiner Meinung nach von Anfang an, da war klar, dass das Ganze nicht echt ist. Der Peso, der hat das Ganze jetzt in einem neuen Video mal debunked, wie man so schön sagt, und das könnt ihr dann auf seiner Seite bzw. auf seinem Kanal ansehen. Trotzdem aber jetzt noch einmal zu diesem Video. Ich lasse das Ganze mal in Schleife im Hintergrund ablaufen. Was wir hier sehen, das ist ein Video, das soll wohl auf Twitter veröffentlicht worden sein, und da sehen wir einen Mann, der sich, naja, offensichtlich mit einem Alien unterhält. Dieses Video, das ist nur sehr kurz, ungefähr 25 Sekunden lang, aber es soll eben zeigen, dass da ein Alien und ein Mann ein Gespräch führen und man sieht da in diesem Video auch ganz kurz ein Licht am Himmel, das soll so die Ankunft zeigen und angeblich gäbe es auch noch eine längere Version dieses Videos, wo man dann alles Mögliche drauf sehen könnte.
Ja, ist zwar ganz nett gemacht, aber ich denke, man konnte schon erkennen, dass das Ganze ein Fake ist. Was genau und wie, das könnt ihr dann im Video bei Peso sehen. Mir geht es hier um etwas anderes. Wenn ich mir so ein Video anschaue, da achte ich doch mal darauf, was das Alien so macht. Und mal ganz ehrlich, liebe Leute, schaut euch mal das Alien an, die linke Hand. Kann das wirklich sein, dass ein Alien die Erde besucht und nichts anderes zu tun hat, als sich am Arsch zu kratzen? Und das mal mit der rechten und dann wieder mit der linken Hand. Und würde irgendjemand so völlig entspannt mit der Hand in der Jeans vor dem Alien stehen und dem da erklären, wo der nächste Biergarten ist oder so? Naja, vielleicht war aber auch das Navi kaputt und das Alien hat dann nach dem nächsten Weltraum-McDonalds gefragt und der Typ erklärt ihm dann den Weg, so vorne an der Milchstraße rechts und dann kommst du schon an. Naja, worum es eigentlich ging, ist, dass man eigentlich abschätzen können muss, was macht Sinn, was kann echt sein oder nicht, und dann erkennt man eigentlich schon, dass das Ganze hier ein Fake sein muss. Von daher verstehe ich dann in manchen Foren diese Diskussion gerade nicht. Die Area 51, meine Lieben, die gibt ja auch immer wieder Anlass zu Spekulationen. Steckt hinter dieser Einrichtung wirklich mehr, als dass dort einfach nur streng geheime Flugzeuge für die US Army entwickelt werden? Lagern dort wirklich die sterblichen Überreste von Aliens, die 1947 in Roswell abgestürzt sind? Oder werden dort wirklich noch lebende Aliens gefangen gehalten? Die Gerüchte um diese Basis, die hören einfach nicht auf. Manche sind der Meinung, dass diese Basis nur ein Ablenkungsmanöver ist und die wirklich geheimen Dinge dann zu anders gelagert und entwickelt werden. Aber wie dem auch sei, das Ganze bleibt von Interesse und so wundert es nicht, dass einige versuchen, sich da mit Hilfe von Google Earth mit TH einen Überblick zu verschaffen, was es dort Neues gibt oder ob man irgendetwas entdecken kann. Und so macht er jetzt ein Video die Runde, in dem jemand mithilfe der Satellitenbilder zeigt, dass auf der Area 51 in den letzten Jahren ordentlich gebaut wurde, und zwar in einen Berg hinein. Ich weiß ja nicht, wie neu das Ganze jetzt wirklich ist, aber anhand der Zeitlinie, die man ja da verfolgen kann, da zeigt er mit den Satellitenbildern auf, dass das Ganze teilweise relativ neu ist, nämlich aus dem Jahre 2010 zum Beispiel. Und zu sehen sind dann dort größere Plätze und Eingänge, größere Eingänge in einen Berg hinein. Ja, was mag sich da verbergen und warum sind die Eingänge in diesem Berg so riesig? Da scheinen ja offensichtlich zwei oder drei LKWs nebeneinander hineinzupassen. So jedenfalls die Spekulationen in manchen Foren über diese Sache. Es bleibt also spannend mit der Area 51, auch wenn wir nie erfahren werden, wozu das Ganze dort gebaut wurde. Das hier auf dem Bild, das ist das Eagle Nest Hotel in Quincy, Illinois in den USA. Das ist ein beliebtes Hotel, in dem vornehmlich Tagungen und Veranstaltungen abgehalten werden. Rein geschäftlich muss man sich da keine Gedanken machen, aber die Mitarbeiter dort, die haben sich derzeit mit etwas anderem herumzuschlagen. Seit einiger Zeit passieren dort nämlich merkwürdige Dinge in diesem Hotel. Mitarbeiter und Gäste, die beschweren sich über merkwürdige Stimmen, die sie vernehmen würden. Das zumeist nachts, und das Ganze würde teilweise schrecklich nach Kinderweinen klingen. In der Küche des Hotels, da ist es zu ganz merkwürdigen Dingen gekommen, da sollen Tellerstapel aus den Regalen geflogen sein. Mitarbeiter der Haustechnik, die haben berichtet, dass sie im Heizungskeller regelrecht angegriffen wurden. Angeblich soll ihnen das Werkzeug aus ihren Werkzeugkisten förmlich um die Ohren geflogen sein. Und der ein oder andere empfindsame Gast, der hat das Hotel wegen dieser Vorkommnisse schon vorzeitig verlassen. Vor einigen Tagen hat dann eine Mitarbeiterin des Hotels eine Aufnahme einer Überwachungskamera aus diesem Hotel veröffentlicht. Und da ist es wohl einigen der Betrachter dieses Videos kalt den Rücken runtergelaufen. Nachdem er das Ganze bei der Kontrolle der Aufnahmen der Sicherheitskamera entdeckt hatte, da hat sie das einmal vom Monitor abgefilmt, was diese Kamera aufgezeichnet hat. Was er hier jetzt sieht, das ist so ein Materialwagen des Reinigungspersonals und der steht vor einem Aufzug. Der Aufzug befindet sich links mit geschlossenen Türen. Und jetzt gebt mal Acht. Gesehen? Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen in Schleife hin und her laufen. Ja, was sehen wir da, meine Lieben? Das ist so die große Frage. Mal davon ausgehend, dass diese Wagen mit diesen Putzgeräten etwas größer als große Einkaufswagen sind, ist das, was wir da sehen, was da hin und her huscht, relativ klein.
Das ist übrigens die Originalgeschwindigkeit, die ihr da seht. Ich werde das Ganze jetzt mal in Zeitlupe laufen lassen. Ja, da wurde heftig herumdiskutiert, was das Ganze denn sein könnte. Und natürlich war da alles bei, von Fälschung über Dämon und Geister, war da alles vorhanden. Und natürlich die Frage, was macht es da, was es da macht? Weil links ist ja der geschlossene Aufzug. Ja, wenn ihr mögt, dann schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt, was wir da so sehen. Im brasilianischen Urwald, da hat man seit einiger Zeit immer wieder mit rätselhaften Todesfällen zu tun. Die Opfer werden gefunden, sie weisen merkwürdige Stichwunden auf, die keinem Tier oder einer Waffe zuzuordnen sind. Einige dieser Wunden, die waren sehr gezielt gesetzt, wie es den Anschein hatte, und verletzten Arterien im Bein. Die Chance, mit so einer Verwundung im Dschungel allein zu überleben, die ist sehr unwahrscheinlich und so hat es bisher auch keiner überlebt. Also großes Rätsel, was passiert da in diesem Dschungel? Nachdem es nun neuerlich zwei Opfer gegeben hat, da hat ein Farmer gesagt, jetzt reicht's. Und dann hat er zwei Experten aus Australien einfliegen lassen, die sich der Sache einmal annehmen sollten. Die beiden haben einen entsprechenden Hintergrund, aber einer von denen, der war halt beim Militär Fallschirmjäger und der andere Fotograf ursprünglich und die produzieren jetzt zusammen eine Fernsehserie. Und in dieser Serie, da sind die beiden dann, klar, mit einem Spannungsbogen aufgebaut, immer bei der Sache, solche merkwürdigen Tiere zu finden oder Ursachen, die solche Dinge verursachen. Und nun haben sie die Lösung präsentiert, was da seit einiger Zeit die Bewohner von Dörfern in Urwaldnähe in Angst und Schrecken versetzt. Und angeblich sind sie sich zu 100% sicher, dass das der Grund ist, weil sie einfach den Vergleich zwischen den Krallen dieses Tieres und den Verwundungen gezogen haben. Und das würde 1:1 passen. Und der Täter ist der Ameisenbär. Okay, ich gebe zu, der guckt jetzt hier so ein bisschen gelangweilt in die Kamera. Und eigentlich ist der Ameisenbär, was Menschen betrifft, eher ein Fluchttier. Aber die beiden Herren, die sagen, in dieser Gegend, da wird extrem viel vom Regenwald abgeholzt und der Lebensraum der Ameisenbären, der wird immer mehr eingeschränkt. Und so kann aus einem Fluchttier dann schon mal ein Angriffstier werden. Und die Tatwerkzeuge, das sollen hier die Krallen des Ameisenbärs sein und die sollen messerscharf sein. Und dazu eben leicht ausgehöhlt sein und das würde eben genau in diese Verwundungen der Menschen passen. Wenn sich das bewahrheiten sollte und die beiden Herren sind sich da absolut sicher, dann ist da wieder mal so ein Mythos entmystifiziert worden. Ein Mythos über ein unbekanntes Tier, das Menschen angreift, die dann daran versterben. Schauen wir mal, was dabei herauskommt und vielleicht erfahren wir es ja bei einer weiteren Meldung. In Uganda, da ist es zu einer religiösen Erscheinung gekommen, die allerdings sehr üble Folgen hatte. Die 42-jährige Philister Likuru, die behauptet, dass sie am 2. Mai eine Marienerscheinung hatte. Und das bei ihr zu Hause. Und die Marienerscheinung, die habe ihr gesagt, dass sie jetzt mit 14-tägigen Fasten beginnen sollte und das Haus nicht verlassen dürfte. Und daran hat sich dann die Frau auch gehalten. Aber diese Sache, die ist dann doch in Umlauf gekommen. Allerdings etwas anders, als die Frau es erlebt haben möchte, denn in dem, was die Runde machte, da wurde erzählt, dass sie diese Marienerscheinung auf ihrem Grundstück gehabt hätte und sie ihr da in einem Avocadobaum erschienen wäre. Nun wurde der Baum in ihrem Garten sozusagen zur Pilgerstätte und auch andere, die wollen dort an diesem Avocadobaum dann plötzlich Marienerscheinungen gehabt haben. Und nun war das Ganze nicht mehr zu stoppen. Immer mehr Menschen strömten dorthin, sogar aus dem Nachbarland Kongo. Religiös ist das Ganze eher das kleinere Problem. Das beschäftigt die Behörden nicht, ob das Ganze stimmt oder nicht. Das liegt ja außerhalb ihrer Beurteilung. Dafür sind andere zuständig. Das Problem gestaltet sich anders und das fatal. Es gelang den Behörden nicht mehr, diese Menschenmassen, die dorthin strömten, irgendwie zu leiten. Das heißt, die kamen und die liefen kreuz und quer da entlang und das waren Tausende von Menschen. Und nachdem die Behörden das nun geregelt haben wollten, indem sie die Straßen einfach sperren, damit nun mal Ruhe einkehrt, da sind die Leute quer über die Felder gelaufen und haben die Ernten vernichtet. Zumindest sind die Ausfälle der Ernte so groß, dass die Behörden nun befürchten, dass es ein kleines Hungerproblem in der Gegend geben könnte. Nun ja, wie auch immer, kaum vorstellbar, dass das Ziel irgendeiner Marienerscheinung war. Und davon einmal abgesehen befürchten die Behörden nun aufgrund der Menschenmassen, die dort zusammenkommen, dass sich der Coronavirus da noch einmal richtig gut ausbreiten wird.
Liebe Mythengemeinde, für diese Ausgabe wäre ich dann durch mit den Meldungen. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.